Und wir haben eine SMS bekommen, sehe ich hier. Autoglasfolien. Spezialteile Shop in Bayview. In Also, da haben wir noch gar keinen gefunden, glaube ich. Nein, haben wir noch nicht. Wenn ich doch wüsste, wo die wären, ey. Das habe ich jetzt echt nicht mehr im Kopf. Aber da kommen wir bestimmt mal aus Versehen dran vorbeigefahren. Und es eilt ja auch nicht. Das eilt nicht. Das wird hier lang genug dauern, das Let's Play. Was haben wir hier? Da haben wir das Sprint. Und dahinter direkten Rundkurs. Also Rundkurs hat mir immer am wenigsten Spaß gemacht. Das dauert so lange. Wie das 250 Preisgeld einmal quer durch die Innenstadt. Es gibt auch keine Polizei hier im Spiel. Finde ich auch ein bisschen seltsam. Die machen hier einfach alle, was sie wollen. Na komm. Das war doch in Ordnung. So, wir fahren rechts, Jungs. Ihr könnt euch da gerne auf der Gegenspur drängeln. Jedoch erinnert so ein bisschen hier an Omas Einkaufswagen hier, mit dem, was wir rumfahren. Windschatten bringt uns nichts, wir haben ja noch kein Nitro. Und die Gegner sind echt ein bisschen schwach. Gucken, ob sich das jetzt... Ich denke mal, das wird noch schwerer. Wenn wir hier mal auch aufgetunt sind. Aber so ist hier ja nicht viel los. Aber so angenehm zu lenken, ist schön. Ging hier nicht ein Cut irgendwie? Ging, tatsächlich. Hier auch noch? Ah, aber nicht so sinnvoll da lang zu fahren, wenn man schnell ist, denke ich. Den ich auch mal mitnehmen. Gibt auch noch kein Schadensmodell hier. Also man kann hier umfahren, was man will. Dann wird es bestimmt noch der ein oder andere Unfall passieren. Ja, ja, ein oder andere. Das sage ich die ganze Zeit schon, okay. Naja. Naja. Ich weiß auch nicht, ob man mich Berlinern hört, so teilweise. Ich glaube, ich spreche ja noch relativ gutes Hochdeutsch. So schätze ich mich zumindest ein. Wenn ihr da irgendwie eine andere Meinung von habt, dann sagt mir das ruhig. Wenn ich versuche, mich da irgendwie ein bisschen zu bessern. Aber da habe ich schon weitaus Schlimmere gehört. Ist doch recht ansehnlich, das Spiel, wenn man es aufpimpt. Das ist auch der letzte Need for Speed-Teil, den ich gespielt habe. Die anderen haben mir alle nicht so zugesagt. Ich stehe halt voll auf diese Underground-Tuning und durch die Stadtbretter-Sache. Das andere ist mir da alles nicht so richtig. 2 Minuten sind wir gefahren, am 80 Sekunden Vorsprung, da kriegen wir auch unsere 300 Rufpunkte. Und wieder läppische 250, ja, was denn eigentlich? Simoleons vielleicht. Wo geht's denn hier rüber? Vielleicht gehen wir auch erstmal, weiß ja nicht, wird das mehr? Wir gehen erstmal zum Tuning Shop, glaube ich. Da fahren wir jetzt zwar ein Stückchen. Da packen wir schon mal einen besseren Motor rein, dann ist hier mal ein bisschen mehr Action. Ja, ich hoffe, ich finde jetzt den Weg, kann ich permanent die Map aufmachen. Ach, hier rechts ist er doch. So, hier sieht man auch auf der Minimap unten die ein bisschen dunkler gedruckte Straße. Das ist die Autobahn quasi. Die kann man schön einmal im Kreis fahren. Schließt zwar das Auffahrtesystem ein bisschen durcheinander, aber... Da verfährt man sich immer gerne mal. Und da hat wieder einer Geld vor den Laden geschmissen. Das klauen wir uns natürlich gleich weg. Gucken wir mal, ob wir schon mal... Megalo. Gibt auch einen Rapper aus Berlin, Moabit, der ist Megalo. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, der wird anders geschrieben. Jetzt weißt du, wo Megalo Parts liegt. Ein Riesensortiment haben wir hier zwar nicht, aber für normale Tuningteile reicht. Und es ist immer geöffnet, falls du mal vorbeischauen willst. Zieh dich ruhig um, ob du irgendwas brauchen kannst. Ja, da gucken wir uns doch mal um. Wie sieht man schon, kann man einiges tunen. Weil das ist ja nur jetzt quasi das Innenleben vom Auto. Können wir ja auch vieles noch nicht, aber wir gucken mal vorbei. Wir haben ja jetzt schon... Speed, also tune deinen Motor so gut du kannst und genau hier ist der richtige Ort dafür. So, jetzt können wir hier so ein Standardpaket kaufen.
mich mit dem anderen, mit dem Einzelteile kaufen, hier habe ich mich auch echt noch nicht auseinandergesetzt. Ich glaube, das ist nicht sogar am besten, wenn man einfach mal das Paket kauft. Ich weiß es echt nicht. Man kann es halt so mehr auf die Fahrphysik, auf die eigene abstimmen. So, hier, das würde doch schon mal einiges bringen. Wie viel Geld haben wir denn? Steht es irgendwo? Das kostet hier 1200. Und wir haben 825. So, unten links sehe ich es gerade. Da können wir uns das noch gar nicht leisten. Das können wir uns leisten und es bringt auch bedeutend mehr hier. Da haben wir hier gleich viel mehr. Für 800, 680. Ach da, hier so ein Millimeter Beschleunigung haben wir dann. Na, dann hören wir uns nochmal an, was das zum Fahrwerk zu sagen hat. Das liegt es jetzt schon, dann brauchen wir nicht direkt das erste, das ist ein Nitro. Boah, das ist so ein bisschen eine Spielerei, glaube ich. Das ist das Gefühl, dass sie immer ein bisschen zu leise ist. Da werde ich vielleicht dann nochmal gleich was hochstellen. Wir kaufen erstmal das hier, das haut uns ja richtig hoch. Das wollen wir kaufen und einbauen. Welchen Hersteller? Och Mensch. Ich glaube, das ist vollkommen Wurst. Ich glaube, das hat ja nicht mal Auswirkungen auf... Das sieht doch schick aus hier. Ja. Nicht mal Auswirkungen auf irgendwie die Sponsorenverträge, glaube ich. Ja komm, ist doch Wurst. Weiter. Installiert. So. Dann fahren wir mal noch eine Runde. Und dann mal gucken, wie lange wir hier brauchen für das Spiel. Ich weiß nicht mal, ob ich es damals wirklich komplett durchgespielt habe. Ich habe halt immer sehr gerne rumgetuned, weil ich das voll stylisch fand. Und da gibt es, finde ich, auch bis heute kein Spiel, was das so gut und FIFA-reich da gemacht hat. Es gab so ein paar Clones, Midnight Club und so weiter. Und Juiced, glaube ich, hieß es. Und glaube ich noch so ein paar andere. Aber die fand ich alle nicht so stylisch. Die auch immer nur angezockt. So ein bisschen. Und er lädt sich hier zu Tode. Was dauert denn da so lange, Mensch? Ja, vielleicht habt ihr euch vorhin gefragt, warum ich denn den Field of View Patch oder was auch immer das ist, zumindest dass der Field of View halt ordentlich angepasst wird, vergessen habe. Das liegt daran, dass ich das im Hintergrund offen haben muss. Ich habe jetzt hier so ein Tool laufen, da kann ich dann auch mit den Tastenkombinationen halt das nochmal in-game anpassen. Das hatte ich halt vergessen anzumachen. Genauso habe ich auch so ein Mod-Loader quasi im Hintergrund offen, um das Texture-Pack reinzuladen. Das ist alles ein bisschen umständlich. Hier ist quasi noch zwei Tools offen und Fraps. Naja, das packt der Rechner schon. Aber auch ein bisschen hochgeschraubt auf 30 FPS. Und was ist denn hier los? Lädt. Das Problem hatte ich aber auch schon mal. Und da wurde mir gesagt, man sollte doch die Echse umbenennen in irgendwas anderes. Das habe ich getan und dann habe ich gedacht, das funktioniert. Dass er einfach im Ladescreen halt ewig lädt. Ohne Grund und auch wirklich kein Ende nimmt. Da werde ich wohl gleich nochmal eine Aufnahmepause machen müssen. Da werde ich das wohl mal tun. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Und zwar jetzt wieder ohne Field of View. Das hat alles nicht so ganz hingehauen, wie ich mir das gedacht habe. Da beißt sich alles gegenseitig. Ich habe jetzt hier, glaube ich, 1,5 Stunden rumgefrickelt. Naja, dann machen wir es erstmal ohne. Vielleicht kriege ich es ja im Laufe der Zeit hier noch hin. Und ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Wir haben irgendeine Folien, Autoglasfolien, Werbung bekommen, glaube ich. Sieht halt jetzt nicht mehr ganz so cool aus, finde ich, aber damit kommt man schon klar. Widescreen ist es ja trotzdem noch. So, dann fahren wir hier mal eine Runde. Drift, das haben wir ja noch gar nicht. Und jetzt werden wir auch immer eingewiesen, komisch irgendwie. Dann machen wir mal.
lange so. Jetzt. Also. Okay, ich sag dir was. Beim Driften zählen nur Style und Kontrolle. Merk dir diese drei Worte. Gas, Lenken, Handbremse. Yeah. Das sind die Facts für die Manöver, die dir am Ende die fetten Punkte einbringen. Übertreib's nicht mit dem Bremsen, denn je schneller du bist und je mehr Drifts du auf die Straße zauberst, desto mehr Punkte kassierst du. Und diese Punkte bestimmen deinen Multiplikator. Der wiederum beeinflusst die Punkte für deinen nächsten Drift, also muss er möglichst hoch sein. Wenn du das also alles raus abgehen. Hast, kannst du anfangen, deine Drifts ineinander übergehen zu lassen. Mach aus deinen Drifts einen endlosen Slide und hier wird schwindelig, wenn du deinen Punktestand siehst. Okay, wenn du meinst, dass du es drauf hast und du richtig was reißen willst, fahr mit deinen Reifen über die Außenspuren. Je mehr Reifen du auf der Spur hast, desto mehr Punkte. Nur von Mauern solltest du dich fernhalten, sonst sind deine Punkte futsch. Das dann kommen wir erklärt. Jetzt zur Sache und machen die Straßen unsicher. Also möglichst langes Sliden, möglichst auf dem Randstein rumsliden und bloß nicht gegen die Wand kommen, sonst sind nämlich alle bis dahin angesammelten Punkte dahin. Und ich kann mich erinnern, dass die Gegner hier nie wirklich gut waren. Und dass man ruhig auch ein bisschen langsamer sein kann als die. Die düsen nämlich immer durch. Oh, jetzt haben wir die alte umgeballert. Hier, die tummeln sich da und schieben sich selber gegen die Wand. So toll ist es jetzt bei mir auch noch nicht. Ja, das geht doch schon. Oh, bloß nicht gegenkommen. Ja, das geht doch schon gut. Siehst du, ich habe jetzt 18.000, da links erster, weil die haben 4.000. Weil die ja irgendwie da nur durchrasen. Kommt bei Drift komischerweise wirklich immer als letzter ins Ziel. Gut, aber hier darf ich es ja auch. Ich lenke quasi immer nur links, rechts. Das ist so irgendwie am einfachsten. Aber das ist auch keine Herausforderung. Werde ich mal gucken, ob ich diesmal vielleicht was anderes nehme. So. Selbst wenn die Zeit abgelaufen wäre, dann hätten wir einfach nur, wären wir schon stehen geblieben und hätten da nichts irgendwie abgezogen bekommen oder so. Hätten wir halt nur die Runde nicht zu Ende fahren können. So, ja, das war knapp, würde ich sagen. Speichern wir, ja, kann ich gleich noch ausstellen wieder. Lad. Ich hoffe jetzt nicht unendlich, sonst wären die Tests ja wieder umsonst gewesen. Nein, fantastisch. Wir haben eine E-Mail bekommen. Auspuffblenden in Karosserieshops gibt es die wohl. Und die sind grün und da kennen wir auch noch keinen. Aber ich meine, hier rechts war mal was. Ja, Spezialteile. Na gut. Ob jetzt die Autoblasscheiben. Verpasst deinem Auto mit optischem Tuning und einer besseren Hi-Fi-Anlage einen eigenen Style und sorgt beim Rennen für neidische Blicke. Ja, das ist Gequatsche. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Bei Deko, da kennen wir uns gut genug aus. Autoglasfolien, sagt. Da hat sie ganz tolle neue. Die passen ja alle super. Ja, das ist jetzt ein Schnickschnack, das ist totaler Blödsinn. Wenn man dann nicht mal unser Auto lackiert. Können wir das hier? Nee, das war auch woanders. Ja, nee. Bevor ich nicht weiß, welche Farbe das Ding lackiert wird, kaufe ich jetzt hier auch keine Folien. Das macht ja wenig Sinn.